Gut. Dann vielleicht. Vielleicht erfahren wir ja jetzt, wie das gestern ausgegangen ist. Das gehen nicht seine beschissenen Probleme an. Okay. Wen haben wir denn da? Was ist mit dir los? Den ganzen Tag im Bett gelegen, hä, Alter? Naja. Hey, nach dem letzten Job habe ich wohl eine kleine Auszeit verdient, oder? Was darf ich Ihnen bringen, Sir? Kaffee. Ja! Kaffee. Genau, Kaffee. Aber wenn Alberto davon hätte ich auch gern. Dann gibt's Ärger. Dann ist die Kacke am Dampfen. Das kannst du mir glauben. Hab gehört, ist wohl nicht allzu gut gelaufen gestern Nacht, hä? Hey, das war nicht meine Schuld. Kann vorkommen. So bleiben, Leute. Ja. Ist eben eine hochriskante Branche. Wenn's nicht passt, der kann sich ja für ein Trinkgeld in den Docks abrackern. Sorry, Henry, nein, wollte ihn nur ein bisschen kitzeln. Also, Henry, okay. Läuft Henry, das noch, Henry, was wir gestern besprochen haben? Werden wir gleich sehen. Das sind zwei verfluchte Monate zu viel. Es reicht. Ich will mein Geld. Himmelarsch. Bin ich von der Wohlfahrt oder was? Okay, ich glaube, ich habe eine Ahnung, was der Job... Jetzt. Okay. Wer war das? Ja. Jemand, den du erstmal nicht kennen musst. Passt auf, da hat sich ein Typ Geld vom Boss geliehen, um einen Juwelierladen aufzumachen. Zahlt aber nicht schnell genug zurück. Wir treiben die fällige Rate heute Nacht ein. In Juwelen. Plus, einer kleinen Aufwandsentschädigung. Joe, erklär ihm alles. Der Juwelierladen ist im Einkaufszentrum in der Stadt Mitte. Er ist nachts unbewacht. Wir knacken einfach das Schloss und spazieren gemütlich rein. Okay. Wenn's so einfach wäre. Es ist so einfach. Wieso muss bei dir immer alles so scheiß kompliziert sein? Weil wir haben eine scheiß Glühbirne rein. Hey, keine Panik, ich hab alles unter Kontrolle. Ich habe Arbeitsklamotten von der Telefongesellschaft aufgetrieben. Wir geben uns als Monteure aus. Na gut, von mir aus. Ja, den Arsch nehmen wir aus wie nichts. Mhm. Wir warten nur, bis es dunkel geworden ist. Mhm. 6 Stunden später. Das hat ja auch so gut geklappt beim Intro, hat man es ja gemerkt, ne? Okay. Fahre mit Joe zum Mall und raube den Juwelierladen aus. Okay, gut. Das heißt, wir müssen uns erstmal einen fahrbaren Untersatz besorgen. Weil da laufe ich nicht hin. Gut. Boah, die fahren ja alle. Wo müssen wir denn hin? Grob in die Richtung, ne? Hallo, Polizei. Wir brauchen irgendwo ein Auto. Oh, mal gucken, kann ich mit dir reden? Guck mal hier, ich gehe zur Arbeit. Ich habe Monteursklamotten an. Na. Job. Naja, gut. Gerade überlegt, ob es schlauer gewesen wäre, von daheim dann auch das. Da sind Autos. Oh, hier sind Autos. Jede Menge Autos. Ist irgendwo Polizei? Nö. Wer sieht denn gut aus? Dich will ich nicht. Dich will ich auch nicht. Was ist denn mit... Boah, es sieht so familienkutschenmäßig aus. Weiß ich nicht. Bist du gut? Ah, wir nehmen da hinten hier den schwarzen. Der sieht gut aus. So, irgendwo Polizei? Nein. F um... Okay. Gedrückt halten. Ja. S und E. Verdammt! Achso, erst S und dann E. Weiß ich nicht. Ja, wir haben nur die Schlüssel vergessen. Das ist alles. Schubert 38. Weiß ich nicht. Ja, gut. Wahrscheinlich nicht das modernste, ich aber... Ich bin zum Hafen gelaufen. Meinst du mit Eric? Ja, der ist eine Nummer, was? Hat er dir einen Job gegeben? Ich musste ein paar Jungs in die Mangel nehmen. War aber noch klein Schiss. Er quetscht das Letzte aus den Dockarbeitern raus, wie damals bei meinem Alten. Naja, er hat dich nicht gezwungen, für ihn zu arbeiten, oder? Naja, ja. Hör auf zu jammern und halt dir Derek warm. Der hat noch bessere Jobs, als Werftratten in die Mangel zu nehmen. Noch bessere? Okay. Ja, alles gut, brauchst nicht zur Seite springen. Gut, nee, aber ich bin dann immer etwas übervorsichtig, weil wenn man irgendwo hinfährt und die Leute unterhalten sich... Dann habe ich immer Angst, dass ich zu früh ankomme. Bist du farbenblind? Die war rot. Was? Ja und? War doch keiner da. Also. Hätte beim Juwelier einbrechen, aber sich über eine rote Ampel einpissen. Das ist Joe, also. Also, gut. Ich meine, mit dem Juwelier hat man ja am Anfang der Geschichte gesehen, dass das ganz gut geklappt hat. Deswegen wurden wir verknackt und durften mal im Krieg ein bisschen Soldat spielen.
ich bin nicht überzeugt, dass das glatt läuft. Weil unsere Stealth-Mission, die hatten wir, glaube ich, am Anfang oder dazwischenzeitlich mit den... Ah, kommt. Ganze Dachzeit. So. Da ist der Juwelierladen. Kann mal gucken. Wenn ich fliehen muss, wie fliehen wir denn dann? Oh, da ist auch Polizei. Da ist der Juwelier. Ich drehe einmal, oder? Ja, ich drehe mal. Hast du nicht gesehen, dass rot war? Nein, habe ich nicht gesehen, sonst hätte ich gehalten. Alter, du nervst. No. So, dann... Ja, geh zur Seite. Hier parkt das potenzielle Fluchtfahrzeug. Okay, aussteigen. Alli hopp. Licht aus. War hier so ein Militärtrakt. Ja, und was wird jetzt ganz einfach, den auszunehmen? Was willst du machen? Wieder ein Ziegelstein in die Fensterscheibe. Ah, Gott, ey. Ja, total unauffällig. Ja, Bolzen bewegen. Alle hopp. Verdammt. Ja, verdammt. Oh. Vito, mach diese Tür auf. Ja, ich beeil mich schon. Eigentlich ist das total einfach, aber dann beeilt man sich extra und ist nicht konzentriert bei der Sache. Das ist nicht gut. Das ist unprofessionelles Arbeiten, Vito. Müssen wir nochmal uns drüber unterhalten. Ach, das ist erstmal das Einkaufszentrum. Hier läuft gerade... Was zum... Alter! Was ist hier los? Du... Los, Jungs, die Cops tanzen jeden Moment hier an. Tempo! Wir waren zuerst da. Ryan O'Neill? Scheiße, was denn jetzt? Was hat denn so ein Arschloch wie du hier verloren? Barbaro, was hast du hier verloren, du elender Wichser? Du kommst leider zu spät. Hier gibt's nichts mehr für dich zu holen. Ja, wir waren zuerst da. Geh weg. Das hau ist ab. Unser Bruch. Wenn ihr Nein. hier lebend rauskommen wollt, dann rückt mal lieber alles raus, was ihr auf habt. Auf dem Schild draußen stand aber nicht Brian O'Neills Laden. Sonst wären wir doch nicht eingebrochen. So klar. Diskutiert's noch aus, oder was? Und die Stadt vor ihr verschwindet, bevor die Cops anrücken. Boah, was? Scheiße! Ja. Kommt nichts wie raus hier. Okay, jetzt wird's, glaube ich, ein bisschen schießlastiger. Oh, was ein Idiot, ey. Oder was Idioten da? Schleunigst hier raus, zum Teufel, ja, wartet okay. ihr! Sagt alles ein, Jungs! Und wenn die Bullen kommen? Na los doch, hol sie raus hier! Ich versuch's ja! Verdammt, die Bullen! Okay. Wie müssen wir hier... Müssen wir nur weg? Kennst du dich hier aus? Ach so, du trittst die Türen ein und... Wer schießt hier? Ich bin weg und werde ich die Tür aufmache. Okay. Die Arschlöcher vom Hals! Mir egal, wer du bist. Oh. Komm schon, du Scheiße, geh auf! Okay, geschafft! Komm, Vito, verschwinden wir! Ist ein bisschen viel los hier. Ich geb dir recht, auf. Keine Bewegung! Polizei! Ihr Was? Seid voll Scheiße! Voll, nimm die Treppe. Okay, gut. Okay, ich glaube, ja. Das habe ich gesagt. Natürlich läuft der Bruch irgendwie schief. Ich meine, es lag nicht an uns. Fahren die da mit dem Auto rein? Alter, gibt's ja gar nicht. Oh, mein Scheiße, wie eine Sackgasse. Wir müssen da lang. Das ist unsere einzige Chance. Okay, erster Tod. Du wurdest getötet. Wird ein Mann voll mit... Schleunigst hier raus. Ja, ich weiß. Wartet ihr? Sagt alles ein, Jungs.
Und wenn die Bullen kommen? Scheiß auf den Bullen! Doch, nichts wie aus hier! Ich versuch's ja! Wanted. Du wirst von der Polizei gesucht. Zieh dich um. Ich glaube, das wird erstmal nicht stattfinden. Nehmen wir mal die Knarre. Ja, ich weiß. Okay, jetzt wissen wir, was Sache ist. Du kümmerst dich um die Türen und ich kümmere mich um... Oh, okay. Ich muss... Die Arschlöcher vom Hals! Halt sie doch ein bisschen in Schach! What? Okay, gut. Wir müssen schleunigst hier raus. Ja, okay. Sagt alles ein, Jungs! Aller guten Dinge sind drei. Scheiße, aber los doch! Nichts wie raus hier! Ich versuch's ja! Links ist Schießen, rechts ist Zielen. Ich sag, bis ich die Steuerung drauf hab. Hey Vito, ich hab's ja aufbekommen. Raus hier! Hab ich das Spiel zu Ende. Ich bin jetzt weg, während ich die Tür aufmache. Halt mir die Arschlöcher vom Hals! Ich hab's bekommen. Halt sie noch ein bisschen in Schach! Obwohl, das waren die anderen. Das waren gar nicht die Polizisten. Komm schon, du scheiß Teil, geh auf! Ja. Okay, geschafft. Komm, Vito, verschwinden wir! Ich hätte gar nicht auf die Schießen brauchen vorhin. Ja, wir müssen nach oben und... Ja, komm. Auf! Keine Bewegung! Polizei! Ihr sitzt fest! Ne, sitzen wir gar nicht. Könnten uns mal hier. Oh. Auf, Vito. Joe. Er ist Joe, Scheiße. Ich bin Vito. Okay, so. Auf. Boah. Scheiße, okay. Wieder eine Sackgasse. Ah, mit kann ich auch ranzoomen. Das habe ich vorher gar nicht gemacht. Oh, ja. So, geht doch besser jetzt. So, jetzt kommt gleich der zweite Hübsche. Und in der Zwischenzeit... Wie lange braucht... Da lang, das ist unsere einzige Chance. Wo bist du, Vito? Ey, lass mich hier nicht allein. Wo bist komm du? Schon, Vito, ach, da. Okay. Ja, ich bin doch schon dabei. Wir haben keine Wahl. Oder willst du in den Knast? Nein, will ich bestimmt nicht. So, alle hopp. Muss ich jetzt alle abknallen? Oh Gott. Das macht bestimmt... Macht dich gut im Lebenslauf. Und, was machen sie so... Sonst so Abend als Hobby? Aha. Ah, ich bin nicht schwindelfrei. Ich hab so eine Höhenangst. Schwind deinen Arsch hierher. Alter, nicht runtergucken. Geschäftliche Einladung oder was? Da drüben! Feuer! Scheiße! Hey, Sei vorsichtig! Das war arschknapp. Ja, ich hab in die Hosen geschissen. Wo sind sie? Sie müssen da lang sein. Oh, vergiss es. Nicht für diesen Hungerlohn. Gott sei Dank. Speichern, das hier ist lang. Gut. Da müssten wir zur Straße kommen. Knarre weg. Erstmal. Support our troops in Europe. Später. Verdammt, die Bullen. Keine Bewegung, Polizei! Ihr sitzt fest! Okay, alles klar. Oh, der hat eine Shotgun. Wow, fällt denn der aus? Na, komm. Da hinten war noch irgendwo einer oder zwei. Die andere Knarre ist wesentlich besser, die hier. Nachladen. Haben wir es? Alles erledigt? Wow, okay, gut. Ich glaube, das... Oh. Deckung. Halt, Deckung. Kümmern wir uns erst. Ich hab's gleich. Halt sie doch ein bisschen in Schach. Jo. Headshot. Okay, geschafft. Komm, Vito, verschwinden wir. Ja, mach ich auch gleich. Oh, der hat eine Flinte gehabt. Das ging aber gut. So, ja. Ey, da war noch einer. Mist, egal. Abhauen. Auf. Haben wir's? Das glaubt uns ja nie im Leben. Diese dämlichen Drecksäcke. Los, gehen wir. Okay, muss ich jetzt hier noch weiterschießen? Oder, weil, ich weiß nicht, ich möchte nicht mit gezogener Waffe auf der Straße. Ich halte das für unclever, okay. Verpiss dich, Bulle! Ich bin
Ja. Ja, er auch so. Ja. Immer eine dicke Lippe riskieren, der Junge. Wer war denn das? Brian O'Neill. Silberschulter. Nicht besonders clever. Macht meistens nur die Drecksarbeit. Ja, wie der geniale Strippenzieher wirkt er nicht. Nee. Scheiße, die Cops. Raus aus dem Licht. Du musst ihn verschwinden. Los. Geh nicht ins Licht. Hier, nein. Ich liefere das Zeug ab. Na, okay, gut. Nee, Joe ist... Nee, okay. Nee, Joe kann man... Wir sehen uns dann zu Hause. Und lass dich unterwegs nicht schnappen. Mhm. Nee, Joe kann man vertrauen, glaube ich. Ja, Joe kann man vertrauen. So, Wanted. Plus 1000. Hey, wir haben 1870. Wir kriegen... Können die Schulden bezahlen. Gehe zum Joe um den... Okay, ich brauche ein Auto. Ich bin Wanted. Das heißt... Die Cops haben mich auf den Kieker. Okay, hier geht's nicht lang. Schade, Sackgasse. Ich dachte so durch die Hinterhöfe, aber das ist wohl... Boah, kann ich ein Taxi nehmen? Hm, da kommt die Polizei. Niemand. Boah. So weit können die sehen. Okay, krass. Ich dachte, ich stehe hier so und... Woher will jeder Polizist wissen, wie ich aussehe? Hm? Hier, ich knapp mir hier ein Auto. Und gut ist. Das sieht denn toll aus. Weiß ich nicht. Sieht gar nichts toll aus. Hier so voll die Familienkutsche. Ja, nehme ich das hier. Was nehme ich denn? E? F? Was war das? F? Ah, das muss dann aktiviert sein. Oh. An alle! Aktion abgeblasen! Zurück zur Wache! Ah, so geht's auch. Lalala, ich ruhe mich hier nur aus. Also wenn die Anzahl der, der Knipse... Oh ja, Funky Dollar. Oh, die aus. Die fahren jetzt weg. Aktion abgeblasen. Okay. Dann lass die erstmal alle wegfahren. Drüben ist irgendwo noch ein Polizist. Gleich als erstes erstmal das arme Stoppschild. Ich meine, eigentlich dürften die mich ja hier nicht erkennen. Im Auto. Aber man weiß ja nie, wie so Spiele ticken. Ne? Ich finde es auch immer merkwürdig zur damaligen Zeit, wie die dann, wie jeder Polizist plötzlich weiß, wie ich aussehe. Boah. Boah, das Ding. Boah. Ganz weiche Steuerung. Okay. Tempomat und ab nach Hause. Ist es sogar grün? Da ist nur noch der eine Polizeiwagen davor. Puh. Hier ist rot. Da ist die Polizei. Na, wir sind ein gesetzestreuer Bürger. Natürlich halten wir bei einer roten Ampel. Hm? Nicht wahr, Herr Wachtmeister? Hm? Mein Name ist Karl-Heinz und ich bin auf dem Weg nach Hause. Na, zu meiner Frau und den zwei Kindern. Ich habe nichts, aber auch gar nichts mit irgendwelchen Juweliereinbrüchen zu tun. Aber die anderen, die Iren, waren ja auch bescheuert. Also, Entschuldigung. Und dann haben wir da noch stundenlang rumdiskutiert. Wahnsinn. Bin begeistert. Uptown. Telefonzelle? Was war die Telefonzelle? Hat sich ja voll gelohnt, den... Das ist sogar grün. Das eine Auto zu klauen und so als Fluchtwagen zu parken. Ich glaube, das braucht man bei dem Spiel hier nicht. Bin mir noch nicht so sicher, aber mich deucht's, als ob man das nicht bräuchte.
Kann man hier eigentlich auch auf eigene Rechnung Kohle verdienen irgendwie? Autsch, Autsch, Autsch. Oh nee. Nein, nein, nein. Mist. Der Kerl ist ausgerastet. Schau ja, ihn ja. Aus. Ja, ja, ja. Roger. Ja, und hier direkt vor. Wie zieh dich um? Ach, Alter. Weißt du was? Wir regeln das jetzt mal ganz kameradschaftlich. Was ist E? E ist aussteigen. F. So. So, geh weg. Ja, geht doch. Der bringt uns alle um. Ja, der bringt uns alle um. Ich bring gar nichts um. Bist du Russe oder was? Geh weg. Hä? Ich bin der kleine schlaue Italiener. So, jetzt haben wir den gar nicht. Den Wagen in die Garage gebracht. Das heißt, dann haben wir immer noch die beiden komplett gedönsten oder kaputten Dinger da drin. Aber ist okay. Joe Barbaro. Oh. Puh. Machen wir erstmal die Tür zu. Ich sagte, machen wir erstmal die Tür zu. So, ist irgendwas an Post? Nö. Okay. Irgendwie hier? Nee, Telefon. Wow. Auf den Schrecken. Erstmal Bierchen. Ja, klar. Na, da unten ist dann die Helsleiste oder was. Okay, das reicht. Ja gut, das bisschen, was man isst, kann man auch trinken. So, ins Bett legen. Dann legen wir uns ins Bett. Speichert.